Schwäbisch Hall, eine idyllische Stadt im Südwesten Deutschlands. Schwäbisch Hall. Eine Vielfalt an kulturellen Angeboten. Schwäbisch Hall. Eine Stadt mit Tradition. Schwäbisch Hall, Wirkungsort von Johannes Prinz. St. Michael. Hier teilte er das Abendmahl zum ersten Mal mit Brot und Wein. Das Stadtarchiv. Hier gründete Prinz die erste Schule für Jungen und Mädchen. Das Prinzhaus. Die Büste des Johannes Prinz erinnert hier noch heute an sein wohltätiges Wirken. Heute noch ist Bildung als Teilhabe ein wichtiger Aspekt in Schwäbisch Hall. Deutlich wird dies unter anderem an der Arbeit des Sonnenhofs, eine Einrichtung für Menschen mit speziellem Förderbedarf. Die Schüler der Sonnenhofschule eignen sich durch Projektarbeiten Wissen an. Zum Beispiel über die Dinosaurier. Kinästhetics. Die Teilhabe von Menschen mit Unterstützungsbedarf kann gefördert werden, indem man ihre Fähigkeiten nutzt und einsetzt. In Kooperation zwischen der offenen Jugendarbeit und dem Sonnenhof wird die Teilhabe an gemeinsamen Aktivitäten von Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf deutlich. Schwäbisch Hall. Idyllisch, kulturell und wirkungsvoll. Begeben Sie sich auf die Spuren des Reformators Johannes Prinz und besuchen Sie unsere Stadt.